Macht's bis. Kann der sterben? Alles okay? Hast du Hirnschäden? Also er kann anscheinend nicht sterben, aber er kann es anfassen. Aufnahme, okay. Wie bekannt haben Marder eine verhängnisvolle Liebe zu Kabeln aller Art. Im vorliegenden Fall muss es sich um ein besonders stattliches Exemplar gehandelt haben, der Dicke des Kabels nachzuurteilen. Als Ausweg blieb ihm nur der Tod. Also ich würde behaupten, das war ein Marder mit einer Zange, also mit einem Seitenschneider. Ich frage mich, was das ist. Das sieht aus wie ein Stromkasten. Verschlossen. Oder es könnte auch... Das ist entweder eine Wetterstation, das ist... Es könnte auch ein Bienenkasten sein. Oh Gott, eine Telefonzelle, das sehe ich jetzt erst. Ach Gott, ich bin alt. Warum nicht? In Trüberbrook habe ich Gretchen kennengelernt. Sie ist auch Wissenschaftlerin. Gretchen hat, wie sie mir erzählt, in Wien Anthropologie studiert. Könntest du dich auf unsere Aufgabe konzentrieren? Lass den Scheiß! warte mal, können wir mit ihr nochmal reden? Hi. Hey. Wegen der Seilbahn. Was der Dieb wohl mit der Abhandlung will. Und seit wann bist du auch hier? Tschüss. Und? Seit wann bist du so hier? Vorgestern. Kommt mir aber länger vor. Und erst der Nahverkehr. Service Wüste Deutschland. Ja, genau. oh Gott. Das versteht auch nur Deutsche wahrscheinlich, diesen Spruch. Wie bist du überhaupt auf Trüberbrook gekommen? Ich habe vorher noch nie was von dem Nest gehört. Aber ich bin ja auch nicht von hier. Ich habe schon länger versucht, den genauen Ort für diese Kultstätte zu lokalisieren. Und als ich ihn gefunden hatte, habe ich mich sofort auf die Socken gemacht. Die Leute hier sind nett. Aber schon noch ein bisschen seltsam, findest du nicht? Naja, seltsam ist sie jetzt auch irgendwo. Vor allen Dingen... am Arsch der Welt. Ist ein bisschen wie Bielefeld oder Nussloch. Haben die da Strom? Ja gut, die hier haben Strom. Ich wurde freundlich aufgenommen. Ja, irgendwas stimmt nicht mit denen. Jetzt, wo du es sagst. Ich wurde eigentlich ganz freundlich aufgenommen. Erzähl mir was von dir. Was willst du wissen? Du kommst also aus den Staaten, Aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Und wo genau? Woodinville, Washington. Nie gehört. Irgendwas Größeres in der Nähe? Seattle. Schon mal davon gehört? Ah ja, das kenne ich. Da bin ich mal lang gekommen. Du warst in den Staaten? Ja, einmal. Ist aber schon ein paar Jährchen her. Eigentlich war ich für eine Konferenz in New York City da, aber dann habe ich ein paar Leute kennengelernt und bin länger geblieben. Die kennt Washington nicht? Gut, ich meine, es gibt mehr als einen Washington, aber das müsste man doch... Na gut, in den 60ern? Gute Frage. Erzähl mir mehr. Länger? In New York City? Na, nicht die ganze Zeit. Kleiner Roadtrip. Erst die Neuengland-Staaten, Boston, Waterville bis rauf zum Moosehead Lake, Mount Katahdin und so weiter. Dann durch Kanada und den mittleren Westen, Montreal, Toronto, Detroit, Chicago, immer weiter und weiter. Dann Washington State, da bin ich irgendwie hängen geblieben. Oregon, runter nach San Francisco. Oh, das waren noch Zeiten. Hui. Ja. Da bist du ziemlich sicher an Seattle vorbeigekommen. Nee, das glaube ich nicht. Und da studierst du? Nein, studiert habe ich an der Ostküste, an der Cornell, Ithaca, bei Dr. Schrödinger. Sagt dir die was? Ah, na klar. Ach so, deshalb der Austausch hier nach Deutschland, verstehe. Austausch? Nein, eigentlich ist das Zufall. Ich habe die Reise gewonnen. Gewonnen? Frag mich nicht. Ich habe an keinem Gewinnspiel teilgenommen. Interessant. Aha. So. Ja, aber wenn er Amerikaner ist, da fehlt irgendwie der Akzent, oder? Ich meine, ja gut, das ist eine deutsche Vertonung, aber da hätte ein bisschen Akzent nicht schlecht gepasst. Kann man nochmal... Hi. Hey. Vor allen Dingen, ich meine, die Gretchen ist mir irgendwie sympathisch, aber
wenn die im wahren Leben auch so ist, nee, ist blöd ausgedrückt, also die, wenn die Synchronsprecherin auch so ist, die ist ja übelst anstrengend, oder? Was der Dieb wohl mit meiner Abhandlung will? Kann nicht der Hellste gewesen sein. Wer soll sonst eine Abhandlung über Quantenphysik klauen? Oder ist der Helle und braucht sowas? Keine Ahnung. So, mit der Seilbahn, das brauchen wir nicht zu fragen. Ich wollte nur kurz Hallo sagen. Okay. Denk dran, wir müssen noch die Seilbahn in Gang bringen. Ja, kriegen wir schon hin. Da haben wir noch einen Kasten, eine Box. Dem Geruch nach sind Kekse und Dauerlutscher drin verpackt gewesen. Das erkennt er von da hinten. Okay. Oh, leerer Karton. Der alte Generator läuft auf Hochtouren. Es schlagen schon Funken raus. Telefonzelle. Oder Toilette für einige Leute. Leider. Hallo? Jemand da? Hallo? Was war das? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Aufnahme. Mal gucken, ob Gretchen wieder meckert. Die Zukunft scheint auch vor Trüberbrook nicht Halt zu machen. Weiter oben im Ort habe ich eine moderne Fernmeldeanlage für jedermann entdeckt. Für alle, die gerne wissen möchten, ob die Welt am anderen Ende der Leitung noch in Ordnung ist. Ach ja, Telefon war zu der Zeit auch nicht unbedingt was Alltägliches. Es war ja noch neu. Warte mal, das ist das Kabel. Hier ist noch ein Schild, das wir nicht angeguckt haben. Hochspannung. Lebensgefahr. Ich vergesse immer, dass, also aktuell, dass es in den 60ern spielt. Da gehen wir mal gucken. Was ist er denn? Ach du Scheiße. Ich muss weg. Fumi und die Zeitmaschine. Ich liebe solche Streifen. Aber aus quantenphysikalischer Sicht sind sie natürlich völliger Quatsch. Achso, das hatten wir schon. Das hatten wir auch. Wir reden gleich mal mit dem alten Herrin. Das war gestern noch nicht abgeschlossen. Du hast Blitz eingeschlagen, oder? Sieht jedenfalls so aus. Hilarius der Unberatene, Markgraf von Trüberbrook, Bezwinger des Drachen, Retter von Trüberbrook, ja, im Jahre des Herrn 1250 Anno Domini. Ich will Eis. Ist nicht, oder? Naja. Da könnten wir auch nochmal hin. Dann reden wir erstmal mit dem Alten. Dort drüben mit dem Herrin im Rollstuhl. Diese Gruß mal so um. Eigentlich ein ganz schöner Tisch. Seien Sie vorsichtig! Der Tisch wackelt ganz schrecklich! Ja, ich trinke mal kurz eine Kleinigkeit, währenddessen reden wir mit dem Herrn. Guten Morgen. Der Herr? Ein schönes Plätzchen haben Sie hier. Es ist ein Trauerspiel, wie der Ort, wo die Hunde geht. Alles geht den Bach hinunter, genau wie dieser wackelige Tisch. Ja, vielleicht können wir was gegen den Tisch machen. Also ihn komplett entwackeln, indem wir ihn... Bleiben Sie lieber auf Abstand! Der Tisch wackelt so schlimm! Gott! Guten Morgen! Der Herr? Wie geht es Ihnen? Ach, fragen Sie nicht! Selbst der Cognac will mir nicht so recht schmecken, so wie dieser grauenhafte Tisch immerfort wackelt! Der Tisch wackelt doch gar nicht, das liegt am Cognac. Guten Morgen. Der Herr? Können Sie mir etwas über die Seilbahn sagen? Ach, an die alte Seilbahn will ich gar nicht denken. Und dieser wackelnde Tisch ist einfach unerträglich. Er macht mich noch wahnsinnig.
Okay. Oh Mann. Dieser Tisch, er wackelt. Hier geht einfach alles den Bach hinunter. Ja, gut, nun. Ach, die Trude ist noch da. Oder wieder. Oh Gott, ein alter Fernseher. Oh Gott. Sie ist die Wirtin des Gasthauses. Stimmt, genau. Tja, wer nichts wird, wird wird. Guten Morgen. Morgen, Herr Tenhauser. Ich möchte einen Raub melden. Schönes Etablissement. Nennen Sie es Ihr eigen. Ja. Ich möchte einen Raub melden. Letzte Nacht hatte ich einen ungebetenen Gast in meinem Zimmer. Bei uns im Haus? Oh Gott, das tut mir leid. Wenn Sie gestatten, werde ich sogleich die Polizei informieren. Danke. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten. Immerhin. Ein schönes Etablissement haben Sie hier. Im Familienbetrieb seit über 75 Jahren. Ich hatte die Wirtschaft eigentlich mit meinem Bruder übernommen, aber jetzt sind es nur noch ich und meine kleine Tochter. Okay. Wie läuft die Saison? Als einziger Gast habe ich mich gefragt, wie läuft denn die Saison bis jetzt? Saison? Haben wir schon seit Jahren keine mehr gehabt. Ich meine, das Nest kennt ja wahrscheinlich auch keiner. Was ist denn aus Ihrem Bruder geworden? Ach, der Lump hat sich nur für seine Flasche interessiert. Am Ende hat der Tauge nichts zu viel an seinem Bolzenschuss geschnuppert und sich aus dem Staub gemacht. Achso, ich dachte schon, das ist draußen vor der Tür, der Bruder, weil zu viel gesoffen und so, aber das wird wahrscheinlich der Vater oder so sein. Ihre Tochter schaut wohl gern fern, hm? Ach, das Kind sitzt ständig vor der Kiste. Sie hat nur außerirdische und fremde Welten im Kopf. So ein Unsinn, oder? Naja. Kann ich sonst noch was für sie tun? Ich könnte ein Bier vertragen. Selber nehmen wir ein Bier mit. Trude, machen Sie mir ein Pilzbier, bitte. Sekunde, Professorchen. Hier, ein Bierdeckel. So, zum Wohl. Also wir müssen in Bayern sein. Komisch. Sag mal. Guten Morgen. Morgen, Herr Tenhauser. Können Sie mir sagen, was es mit der alten Seilbahn auf sich hat? Die Seilbahn führt rauf zum alten Bergwerk. Das gehörte einst dem Freiherrn von Sülz, bis dieses Unternehmen aus Übersee ihn unter Zwang rausgekauft hat. Von Sülz, sehr schön. Wer genau ist dieser Freiherr von Sülz? Freiherr von Sülz war der Betreiber des Bergwerks. Philanthrop und Kunstmäzen. Seine Frau war die schillernde Baronin von Sülz, von der Sie doch sicher schon gehört haben. Naja, jedenfalls, als das Unternehmen ihm das Bergwerk weggenommen hat, ließ ihn auch die Baronin allein und der Freiherr blieb als gebrochener Mann zurück. Nur noch sein Kater kann ihn ein bisschen erfreuen. Also mit dem Namen Sülz, da würde ich mir auch zweimal überlegen, also ob ich mich da vielleicht nicht, umbenennen lassen möchte. Wonach wurde dort geschürft? Eine alte Silbermine. Also nichts, was einen Quantenphysiker interessieren könnte. Ist schon ein paar Jahre her. Damals, als es noch Arbeit genug für alle gab. Aber dann hat dieses Unternehmen erst das Bergwerk übernommen und dann einfach dicht gemacht. Okay. Wer weiß, was vorgefallen ist. Und warum haben sie das Bergwerk dicht gemacht? Ah, da gibt's die wildesten Spekulationen im Ort. Erst sind angeblich Leute spurlos verschwunden. Touristen, arme Lohnarbeiter ohne Angehörige und so weiter. Andere redeten von giftigen Rückständen in der Luft und im Wasser. Aber keiner weiß was Genaues. Wenn Sie mich fragen, ich bin einfach nur froh, dass der Spuk ein Ende hat. Wegen der ganzen Gerüchte sind uns jahrelang die Kurgäste weggeblieben. Sehen Sie ja selbst. Ja. Sehe ich ja selber. Ich bin alleine. Also fast. Was ist das für ein mysteriöses Unternehmen, von dem Sie da sprechen? Die nennen sich Millennium-Kooperative oder so ähnlich. Sehr dubiose Gesellschaft. Die haben Verbindungen bis ganz nach oben, wenn Sie wissen, was ich meine. In die höchsten Gefilde der Macht. Das sind also Sith-Lords. Oder so. Oder Jedi, es kommt drauf an. Oh Mann.
Wird auch nicht besser heute. Und was wurde aus den Leuten, die im Bergwerk gearbeitet haben? Immer mehr Fremde kamen in den Ort. Was die letztlich im Bergwerk getrieben haben, weiß keiner so genau. Manche sind verschwunden, manche sind verrückt geworden. Wer weiß das schon so genau? Irgendwann haben sie sogar das alte Sanatorium gekauft, um ihre Arbeiter unterzubringen. Das war natürlich vor der Schließung des Bergwerks. Okay. Würden Sie mir die ganze Geschichte noch einmal im Detail zusammenfassen? Die Seilbahn führt rauf zum alten Bergwerk. Das gehörte einst dem Freiherrn von Sülz, bis dieses Unternehmen aus Übersee ihn unter Zwang rausgekauft hat. Die nennen sich Millennium-Kooperative oder so ähnlich. Sehr dumm. Kann ich das skippen? Ja, das ist okay. Danke. Genug gehört. Danke. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Ja, ich hätte gerne einen Hauptschlüssel. Danach kann ich natürlich nicht fragen. Ich muss weiter. Fühlen Sie sich wie zu Hause, Professorchen. Übrigens, das Buffet ist eröffnet. Bitte, bedienen Sie sich. Buffet? Oh, das klingt gut. Ach Gott, kann ich mir alle Bilder einzeln angucken? Ach du Heiligen. All diese schönen Menschen. Was? Familienbetrieb, okay. Naja, schön. Ist das ein Entwickler? Das ist, die Karikatur ist, wie gesagt, schön und so. Muss sich um eine Art Ahnengalerie handeln. Alex mit einer Legende nach. Ja, garantiert die Entwickler oder so. Okay. Gut, ich würde wahrscheinlich auch nicht unbedingt Sherman++, ja, Programmiersprache. Mhm. Sherman++, okay, alles klar. Die hatten wir. Die Entwickler, ja, genau. Miterfinderin des Texpresso. Ohne Fahrrad fahren zu können. Naja, kommt auf den Alkoholgehalt an wahrscheinlich. Lara und Jeff besitzen Kaffeehauses Trüberbrook. Gibt's das Trüberbrook wirklich? Oder ist das nur... Ich habe nie was von so einem Nest gehört. Das ist wahrscheinlich... Thilo Walter Finger... hat dreimal die Welt gerettet. Keiner wird's erfahren. Genau. Beim Brezelwettessen. Zweitplatzierter. Sehr schön. Geht's in den Keller? Wo diese Tür wohl hinführt? Ja, guck nochmal. Verschlossen. Schade. Ach, da ist die Tochter. Sie sieht konzentriert aus. Okay. Was ist das zu essen nehmen? Würde man sagen, ja, oder? Auch wenn das nicht gerade Appetit ist. Da sitzt eine Made. Die fühlt sich richtig wohl. Was ist das? Die Dose muss vom Tisch gefallen sein. Aber, ich meine, wie alt ist denn das Zeug? Moderne Küche. Mad Eagle, Toast Hawaii, Käsespießchen. Sieht ein bisschen oll aus. Bisschen ist gut. Ich möchte das Buffet nicht einpacken. Es gehört eigentlich direkt in den Müll. Aber ich liebe Käsespießchen. Boah. Kann ich da... Ich rette dich, kleiner Freund. Ach Gott, die Made. Ein trübes Ölgemälde von welkenden Rosen in einer Vase. Ein Teil der Farbe blättert ab. Irgendwie poetisch. Irgendwas stimmt nicht mit dieser Uhr. Okay, ich kann da nicht irgendwie und so, naja. Hey, bitte nicht dastehen. Hi! Sie ist wie in Trance. Hi! Sie ist wie in Trance. Will ich mich dahin? Hey, du stehst im Bild. Hi! Sie ist wie in Trance. Kann ich den ausmachen? Science Fiction. Irgendwas mit Raumschiffen. Ja, das Bild ist zu klein, ich kann es nicht erkennen. Bitte nicht da stehen. Entschuldige, war keine Absicht. War doch eigentlich. Was guckst du denn da?
Hast du noch nie einen Fernseher gesehen? Sehen Sie nun eine neue Folge von Raketenschiff Andromeda. Oh. Du lebst wohl hinterm Mond. Mit einem Fernseher kannst du in andere Welten reisen. Dabei fällt mir auf, ich habe dich noch nie hier gesehen. Bist du auch aus einer anderen Welt? Kann man eigentlich so sagen, oder? Das kann man wohl sagen. Mein Name ist Hans. Ich komme gerade aus Berlin. Hallo Hans, ich bin Leni. Meiner Mama gehört das Gasthaus. 70.000 Lichtjahre von zu Hause entfernt ist das Raketenschiff im Sternensystem Omega 3 gestrandet. Ist Berlin auch im Sternensystem Omega 3? Oh, Raumschiff Andromeda, Gott, ist das alt. Brandenburg, also Welten entfernt. Omega 3 sind Fettsäuren. Nein, Omega 4. Nein, Omega 4, das ist gleich nebenan. Na, dann kennst du ja auch Omega 3. Na, logisch. Commander Aurora, die Stark-Übernätigerin, sucht einen Weg nach Hause. Und was ist dein Beruf? Bist du auch Stark-Kybernetiker?